Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, letzte Folge haben wir hier in Schlangenzweig die ganzen Nebenquests erledigt und nun geht's weiter mit der Hauptquest und dafür müssen wir mit Runa sprechen. Der Taufstein. Ist das Feld bewässert? Vielen Dank. Eure Unterkünfte sollten auch bald. Runa! Diener des Lichts. Und sie können wandeln. Sag schon, wo? Die Lichtung im Südwesten. Sie scheinen das Lager noch nicht entdeckt zu haben. Dem Himmelsmeer sei Dank. Dann sollten wir uns von ihnen fernhalten. Sagt der Wache Bescheid, dass niemand den Wald betreten darf. War das... Was wird aus Tolidas Taufstein? Wir brauchen ihn doch für die Zeremonie. Warum müssen sie auch ausgerechnet jetzt auftauchen? Verdammt nochmal. Wollt ihr sie wirklich verschonen? Normalerweise würde ich nicht zögern, die Biester zur Strecke zu bringen. Aber wenn sie wirklich Wandler sind, wenn sie also wirklich Leute in Sündenvertilger verwandeln können, dann ist es zu gefährlich. Was ist das für ein Stein, von dem ihr gesprochen habt? Ist der sehr wichtig? Ja, das ist er. Lass mich erklären. Vor ein paar Tagen ist Tolida, eines unserer Kinder, auf einer Lichtung einem Diener des Lichts zum Opfer gefallen. Armes Ding. Wir fanden ihren Körper und brachten ihn nach Schlangenzweig. Erst hier bemerkten wir, dass ihre Halskette gerissen war. Der Anhänger fehlte. Es war kein gewöhnlicher Anhänger, sondern ihr Taufstein. Jeder Untertan der Nacht bekommt solch einen Stein bei der Geburt und unter keinen Umständen trennen wir uns jemals davon. Unsere Verbindung mit ihm währt über den Tod hinaus. Bald ist ihre Bestattungszeremonie und wir hofften, den Stein bis dahin wiederzufinden. Aber jetzt... Ich werde Tolidas Taufstein zurückbringen. Ich habe schon gegen Sündenvertilger gekämpft und ich werde nicht zu einem von ihnen. Ich habe gehört, wie man Toya dich nannte. Minfilia, bist du wirklich die Wiedergeburt des Orakels? Ich muss träumen. Bist du dir sicher, dass du das für uns tun möchtest? Ich habe schon viel über die Untertanen der Nacht und euren Glauben gelernt. Ich möchte euch unbedingt helfen. Bitte, ich bin vielleicht nicht so gut wie die anderen vor mir, aber ich muss es versuchen. Bitte. Einverstanden. Unter einer Bedingung. Wenn es zu gefährlich wird, ziehst du dich zurück. Wenn etwas zustoßen sollte, könnte ich es mir nie verzeihen. Ich gehe, Theo. Glaubst du, dass... du Tankred alles erklären kannst, wenn er vor mir zurückkommt? Lass es uns hinter uns bringen, bevor er zurückkommt, oder du glaubst du nicht, dass ich dich ohne Begleitung gehen lasse? Ich sag mal, wir gehen mit dir. Was heißt das? Dass du mitkommst? Danke, Theo. Zusammen werden wir bestimmt im Handumdrehen mit ihnen fertig. Der Taufstein ist aus dunkler Jade gefertigt. Geht und möge die Dunkelheit euch beschützen. Gut, der Taufstein ist dort unten. Dann holen wir uns den mal. Beziehungsweise besuchen den. Du willst kämpfen, dann stirb.
Und jetzt stirb endlich. So, dann suchen wir mal diesen Anhänger. Da, Sündenvertilger. So einer schon wieder. Oh. Mehr. Es sind zwei und sie sehen ziemlich hungrig aus. Sie werden uns entdecken. Besser wir besiegen sie, bevor wir weiter nach dem Stein suchen. Sollen wir sie über die Flanken angreifen? Was denkst du? Wie sollen wir vorgehen? Fragen wir mal sie. Das Gelände ist ziemlich offen. Kann gut sein, dass der Kampflärm andere Kreaturen anlockt. Aber wenn wir uns ein nach dem anderen vorknüpfen und nicht zu viel Tumult veranstalten, klappt es vielleicht. Also gut, ich locke einen weg und du nimmst dir den anderen vor. Los geht's. So, auf ihn. Der ist erledigt. Wo ist denn Minfilia? Ah, dort hinten. Sie sind auch besiegt. Sehr gut. Ich habe meinen erledigt. Aber ich war nicht vorsichtig genug. Ich habe den Sündenvertilger kurz an mich herankommen lassen. Das nächste Mal bin ich vorsichtiger. Das verspreche ich. Es geht schon wieder. Schnell, lass uns Todias Taufstein suchen, bevor noch mehr aufkreuzen. Ein kleiner Jadenstein also, ja? Ich sehe mal dort im Gebüsch nach. Gut, dann suchen wir mal. Das Gebiet ist wirklich sehr groß. Ein Laubhaufen. Sei drin. Als du die Blätter zur Seite fegst, findest du auf dem Boden einen leuchtenden grünen Edelstein. Sehr gut. Hast du ihn? Jo. Das muss er sein. Er ist wirklich wunderschön. Tankit hat oft von dir erzählt und gesagt, dass du ein echter Held bist und dass es kaum etwas gibt, das du nicht kannst. Langsam verstehe ich, was er meinte. Du hast die Aura eines Helden. Ich fühle mich schon mutiger und stärker, einfach weil ich nur neben dir stehe. Genau so sollte ein Held sein. Oder ein Orakel. Ich werde das nie schaffen. Ich werde nie so sein wie du. Oder wie sie. Ach, nichts. Vergiss, was ich gesagt habe. Wir sollten jetzt schnell zurück nach Schlangenzweig. Huna wartet doch auf den Taufstein. So, Sündenvertilger erledigt und den Taufstein gefunden. Oh. Ich kann alles erklären. Dieses Gesicht kenne ich doch. Hast du mir etwas zu berichten? Da seid ihr ja wieder. Und unversehrt. Ich bin ja so erleichtert. Ihr habt ihn tatsächlich gefunden. Vielen Dank, besonders in Todias Namen. Jetzt können wir ihren Abschied wie geplant feiern. Die Taufsteine, die wir bei unserer Geburt erhalten und unser Leben lang bei uns tragen,
kennen unseren wirklichen Namen. Sie weisen unseren Seelen den Weg ins nächste Leben. Auch wenn unsere Körper von den Dienern des Lichts verschlungen werden, können unsere Seelen in die ewige Dunkelheit des Himmels im Herz gelangen und dort ihre Erlösung finden. Danke, dass ihr Todia diesen Dienst erwiesen habt. Todias Rückkehr ins Himmelsmeer. Da ihr ihren Taufstein zurückgebracht habt, werden wir nun wie geplant Todias Bestattungszeremonie abhalten. Bitte, es wäre uns eine Ehre, wenn du und deine Freunde daran teilnehmen würdet, als Ehrengäste. Bitte lade sie in meinen Namen ein. Ich werde inzwischen das Ritual vorbereiten. Es findet im Inneren der Dunkelheit statt. Ich werde euch in diesen heiligen Ort hineinführen, sobald alles bereit ist. Wir haben viel über Schlangenzweige und die Untertanen der Nacht gelernt, als du weg warst. Das war wirklich sehr interessant. Ach ja, und dann haben Tero und ich noch geholfen, einen verlorenen Edelstein wiederzufinden. Ich weiß, dass du nicht willst, dass ich in den Wald gehe, aber sie brauchten unbedingt unsere Hilfe und... Solange Tero dabei ist, habe ich nichts dagegen, aber du musst vorsichtiger sein. Der Sündenvertilger hätte noch schlimmer verletzt werden können. Er hätte dich noch schlimmer verletzen können. Wie hast du denn gemerkt, dass... Das Gras unter deinen Füßen hat es mir geflüstert. Und das unter den Füßen von Theo verrät mir gerade, dass er etwas von uns will. Was gibt es denn? Sie wollen, dass wir zu der Zeremonie kommen? Ich werde da sein. Im Inneren der Dunkelheit hast du gesagt. Ich warte dort auf dich. Gut, dann holen wir noch... Okay, gut, Istola und Uriangi kommen wahrscheinlich auch. Nee, ist aber schön. Im Inneren der Dunkelheit. So, Vogel, du störst hier ein bisschen. Die ältere Untertanin der Nacht reicht dir eine blau leuchtende Kerze und zeigt auf eine nahegelegene Stelle. Du sollst die Kerze wohl dort aufstellen. So. Dürfen wir uns zu euch stellen? Wir möchten auch teilhaben. Lasst uns beginnen. Wir beten nun für unsere liebe Freundin Todia, deren vom Licht unberührter Name Minine war. Menine, dein Geist kehrt heim in das dunkle Himmelsmeer. Lass all dein Leid bei uns zurück. Wo du hingehst, gibt es keine Traurigkeit und keine Furcht. Das dunkle Meer umfange dich mit sanfter Ruhe und wärmender Gnade. Es erfülle dich mit den Gebeten derer, die liebend an dich denken. Hm.
Es ist ein Symbol für den Nachthimmel, das dunkle Himmelsmeer. Wir bitten dich, geleite ihren Geist ins dunkle Himmelsmeer. Erhöre uns, o Schattenbringer, Krieger der Dunkelheit. Ich habe gehört, dass du bei den Vorbereitungen für die Totenfeier mitgeholfen hast. Das war sehr freundlich von dir. Die Legenden, die überall auf dieser Welt über den Krieger der Dunkelheit erzählt werden, haben in den Gebeten der Untertanen der Nacht ihren Ursprung. Kaum jemand hat so hingebungsvoll gebetet wie Totia. Sie war sicher sehr glücklich, dass du sie mit verabschiedet hast. Das hoffe ich von Herzen. Auch wenn du gar keine Geister in den Himmel führen kannst, wirst du ihnen das größte Geschenk gemacht haben, wenn sie erst den echten Nachthimmel sehen. Dann werden sie ihre Ahnen am Himmel wiedersehen und wissen, dass etwas von ihnen in dieser Welt zurückbleibt. Wir müssen es ihnen beweisen. Ich will auch gegen die Lichtbringer kämpfen und allen den Nachthimmel wiedergeben. Entschuldigung, ich war vorlaut. Schon gut. Es ist eine gute Entscheidung. Ich will auch, dass die Untertanen der Nacht den dunklen Himmel sehen. Dann habe ich gute Nachrichten. Die Steintafel enthielt tatsächlich aufschlussreiche Informationen. Ich werde euch alles erklären, aber ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird interessant. So. Gut. Todia ist nun gebührend verabschiedet worden und wir gucken jetzt mal, was Ishtola bzw. Matruya rausgefunden hat. Mit Hilfe dieser Steintafel. Also gut, wir haben die Steintafel entziffert. Hört euch an, was Uyunshe und ich herausgefunden haben. So, als erstmal bekommen wir neue Hände für unseren Magier. Adrosiraptorenleder am Schienen der Magie. Und die sind ja ein bisschen besser. Gut, jetzt bräuchten wir nochmal eine neue Rüstung, wäre auch nicht schlecht. Dann würde das optisch auch ein bisschen besser zusammenpassen. Was brummt denn da? Zuerst möchte ich erklären, um was es sich bei der Tafel genau handelt. Sie stammt aus der Zeit des Ronka-Kaiserreichs und sie ist ohne Zweifel auf Anweisung des Kaisers höchstpersönlich angefertigt worden. Das Reich hatte zu dieser Zeit seinen Zenit längst überschritten und befand sich in ständigen Kriegen mit den benachbarten Ländern.
Kriege, in denen es Schlacht um Schlacht Land um seine Feinde verlor. Verzweifelt beschwor der Kaiser alte Bündnisse herauf und verschickte Hilfegesuche in Form von Steintafeln. Diese ist eine davon. Ein Hilferuf an die Freunde von Ronka? Wie soll uns das denn weiterhelfen, nach Yxmaia reinzukommen? Sieh es mal so, es ist nicht nur ein Hilferuf, es ist auch eine Einladung. Und die Steintafel gibt genaue Anweisungen, wie man sich als Freund des Ronka-Kaiserreichs zu erkennen geben kann. Vorausgesetzt, wir übersetzen die Anweisungen richtig, müssten uns die Hüterin der Ruinen eigentlich als ihre Verbündete ansehen und durchlassen. Das Problem ist, die Bedeutung der Steintafel ist entschlüsselt, aber mir fehlen wichtige Referenzen, um die Anweisungen wörtlich zu übersetzen. Es gibt aber eine Stelle aus der Zeit nach dem Untergang des Kaiserreichs, die mit Übersetzungen von Ronka-Schriften überzogen ist. Die Stele des Verstehens. Sie sollte mir genügend Anhaltspunkte geben, um die Übersetzung der Steintafel abzuschließen. Und wo ist diese Stele? Nicht weit von hier, im Sithia-Sumpfland. Allerdings steht es mitten im Territorium der Kinder der ewigen Dunkelheit, eine Gruppe Fanatiker, die sich von den Untertanen der Nacht abgespalten haben und jetzt von ihnen verfeindet sind. Aber es hilft nichts. Wenn wir nach Yxmaia wollen, muss ich in ihr Gebiet eindringen und die Stele des Verstehens zu studieren. Die Analyse der Stele wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber vielleicht kannst du mir zusammen mit Tancred bei dieser Aktion helfen. Er ist ein Meister der Infiltration und du bist ein Meister so viele Talente. Kommt nicht auf die Idee zu fragen, ob du mitkommen kannst. Die Antwort lautet nein. Wir wollen unentdeckt bleiben und je weniger wir sind, desto besser. Meinetwegen, dann bleibe ich eben hier und halte Wache. Ich komme so schnell ich kann zurück. Aber bitte habe ein Auge auf sie, während ich weg bin, Orange. Gut, brechen wir sofort auf. Wir treffen uns vor Schlangenzweig an der Weggabelung. Dass sie immer behütet werden muss wie ein kleines Kind, das ist sie aber nicht. Naja, mal gucken, ob sich das noch irgendwann ändern will. Oh mein Gott. Ja, das ignorieren wir jetzt erstmal. Wir folgen jetzt erstmal ein bisschen der Hauptquest. Schlangenzweig ist hier im Prinzip Dreh- und Angelpunkt der ganzen Quests hier. Von dem her kommen wir da wieder zurück. Ist das zu fassen? Geh weg, du dummer Käfer. Die Kinder der ewigen Dunkelheit haben ihr Lager nördlich von hier, aber wir können nicht einfach so hereinspazieren. Es gibt einen ständigen Wachposten am Baum der Abgeschiedenheit und die Kinder der ewigen Dunkelheit im Auge zu behalten. Vielleicht kann er uns einen Hinweis geben, wie wir uns am besten in das Lager reinschleichen. Man weiß allerdings nie, wo im Wald man auf die Fanatiker stößt. Wir sollten leise sein und in den Schatten bleiben. Unterschätze sie nicht. Sie haben aus dem Glauben an die Dunkelheit einen Todeskult gemacht. Sie behaupten, ihre Opfer von ihren Sünden zu befreien, um sie dann in das dunkle Himmelsmeer zu schicken, wo die ewige Dunkelheit sie umfängt. Nur auf die Idee, sich selbst auf diese Weise von Sünden zu befreien, ist diese Mörderbande noch nicht gekommen. Also seid leise und wachsam. Ich möchte den Baum der Abgeschiedenheit ohne Zwischenfall erreichen. Gut. So. Wir sind bloß in Ruhe. Ja. Und die nächste ist
Bei dem Osten. Gut, dann haben wir hier erstmal keine mehr. So. Kind der ewigen Dunkelheit. Lässt du dir in Ruhe? So. Du hast mir das Leben gerettet, aber sag, wer bist du? Bist du unversehrt? Wir sind aufgehalten worden und zwar von diesen unterbelichteten Fanatikern. Du reist mit der Hexe Matroja? Dann bist du ein Freund der Untertanen der Nacht. Ich hätte mich nicht so weit rauswagen sollen. Dazu noch alleine. Aber irgendwas ging da bei den Kindern der ewigen Dunkelheit, also wollte ich mal nachsehen. Was meinst du? Was hast du beobachtet? Hexe Matroja, ihr wisst doch, dass diese Fanatiker die Gifte des Waldes sammeln, von Pflanzen, Pilzen und Tieren. Aber in letzter Zeit bringen sie giftige Spinnen in ihr Lager, um sie in großer Zahl zu züchten. Wofür brauchen sie auf einmal so viel Gift? Die planen doch was, dachte ich mir. Irgendeine Idee, was das bedeuten könnte? Nein, aber ihnen ist alles zuzutrauen. Vielleicht machen sie ernst mit ihren Drohungen, irgendwann alle Untertanen der Nacht in die ewige Dunkelheit zu schicken. Aber wer weiß, vielleicht hilft uns diese Information doch weiter. Wenn diese Spinnen ihnen so wichtig sind, dann werden sie alles tun, um sie zu schützen. Wir könnten irgendwie Aufruhr verursachen, um sie von der Seele ablenken. Bienen. Ich höre sie doch ständig hier summen. In Arktika sind sie die natürlichen Feinde der Spinnen. Wenn wir Bienen auf die Spinnennester loslassen, werden wir so einen Tumult auslösen, dass wir uns unbemerkt ins Lager schleichen können. Ein ziemlich draufgängerischer Plan, bei dem eine Menge schiefgehen kann. Ganz auf meinem Geschmack. Machen wir es so. Wer Bienen fangen will, betäubt sie mit Rauch. Hast du irgendwas, was uns da weiterhelfen könnte? In meiner Hütte habe ich noch ein paar Rauchbomben und Säcke, um die Bienen zu fangen. Die könnt ihr haben. Besser geht's doch gar nicht. Vielen Dank. Also, wir machen es so. Jeder von uns holt ein paar Rauchbomben und einen Sack, der groß genug ist, aus der Hütte. Dann suchen wir nach Bienenstöcken und räuchern sie an. Ein paar der Bienen werden bei dem Rauch entgehen und angreifen. Aber wenn wir die erledigt haben, sammeln wir den Rest aus dem Bienenstock mit dem Sack ein. Wir brauchen massig Bienen, um einen richtigen Tumult in dem Lager auszulösen. Wer in einem Bienenstock nicht genug findet, sucht noch einen zweiten. Danach treffen wir uns wieder. Alles klar? Dann los. Gut, dann holen wir nochmal einen Sack. Oh, Richtung Westen, okay. So, hier ist der Bienenstock und das Schwein geht weg. Gut, dann erstmal eine Rauchbombe. Und dann einen großen Jutesack. Gut, im Westen. Na gut, da werden wir schon noch hinkommen. Erstmal zurück zu Istola und Tankred. Beziehungsweise ein weiterer Bienenstock.
So, das haben wir alles. Der Wachmann ist nach Schlangenzweig zurückgegangen, aber nicht ohne sich noch einmal ausdrücklich für seine Hilfe zu bedanken. Was die Bienen angeht, haben Tankred und ich unsere Säcke prall gefüllt mit brummenden Insekten. Warst du auch so erfolgreich? Das sollte reichen. Wenn wir die an die Nistplätzen der Spinnen loslassen, wird bald ein ordentliches Durcheinander im ganzen Lager herrschen. Bleiben wir uns, ich kann es nicht erwarten, die Gesichter dieser Fanatiker zu sehen. Ja, gut, und mit der Quest in die Höhlen der ewigen Dunkelheit werden wir dann erst in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Erfülle dein Schicksal. Der Dunkelheit.